Hey Leute, dieses Mal habe ich diesen Zylinderkopfdeckel mitgebracht. Da kommt ein Strukturpulverlack drauf. Ich zeige euch auch, welche Oberflächen sonst noch möglich sind. Bei den Oberflächen unterscheidet man Glanzgrad und Struktur. Beim Glanzgrad gibt es stumpfmatt, matt, seidenglänzend und glänzend. In ganz seltenen Fällen gibt es auch Hochglanz, aber diese Oberfläche ist extrem empfindlich. Die Grundierung ist eingebrannt und jetzt kommt auch schon das Feinstrukturpulver drauf. Übrigens ist Pulverlack grundsätzlich glänzend, selbst mit einer Schicht und ohne Topcoat. Will man matt, wird vom Hersteller extra ein Additiv hinzugefügt. Jetzt kommt das Bauteil in den Ofen. Bei Strukturlacken lieber etwas länger im Ofen behalten, damit die Ausprägung der Struktur auch schön gleichmäßig ist. Das zweite Kriterium für die Oberfläche ist die Struktur. Neben glatt gibt es hier auch Feinstruktur, was sich in etwa anfühlt wie Schleifpapier. Das gibt es übrigens auch mit Metallic. Grobstruktur in matt und glänzend und Hammerschlageffekt. Grobstruktur hat den Vorteil, dass es kleinere Schäden an der Oberfläche verzeiht. Somit braucht ihr weniger Vorbereitung. Der Deckel ist fertig und die Strukturausprägung sehr schön und gleichmäßig. Ich bin extrem zufrieden. Für mehr Tipps und Tricks abonniert den Kanal und keep on coating!